Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder mit Thomas. Und wir haben ja im letzten Blog gesehen, dass sein Teich grün ist wie die Sau. Und ich sag, wenn Sie bei sich die Filteranlage abschalten, komplett, das ist jetzt der Filter, der will auch mal zeigen, dass er noch da ist, weil er alle paar Minuten spült. Ja, warte, bis es hinter sich hat. Bis die Seele wieder Ruhe gibt. So. Nur an ca. ein Drittel aller Teiche, wenn man den Filter abschaltet, bildet sich die Algenblüte. Ich habe 3 Teiche zu Hause, aber meine empirische Datenerhebung beruht nicht auf meinen Teichen zu Hause, sondern allgemein, was ich so weiß. Sie schalten die Filteranlage ab. Ein Drittel der Teiche wird irgendwann trüb. Da passt das Milieu für die Algenblüte. Die anderen 2 Drittel bleiben klar. Zumindest bildet sich keine Algenblüte. Es kommt zu anderen Trübungen. So. Und darum glauben viele Leute, weil ihr Teich nie trüb wird, dass ihre UV-Lampe funktioniert. Aber ich wette, dass bei über der Hälfte der Anlagen die UV-Lampe gerade Geldverschwendung in der Anschaffung war, plus komplette Energieverschwendung, plus der ständige Lampentausch, ist, gelinde gesagt, Sie wissen, ich nenne das Kind beim Namen, völlig für den Arsch. Ja? So. Und als Thomas mir gerade seinen Teich gezeigt hat und mir das schon am Telefon gesagt hat, ich habe mich gefreut auf den heutigen Tag. Endlich mal wieder ein grüner Teich, wo einer denkt, er macht alles richtig. Und du hast ja auch deine Filteranlage bei irgendeinem Dödel gekauft, wo Ludl, den Dödel schneiden wir raus. Bei irgendeinem jemand gekauft, der einfach so eine Filteranlage loswerden wollte. Und ich sage nichts gegen die Filterfirma. Und ich weiß, die haben tolle Produkte, haben gute Produkte und die funktionieren, wenn man sie denn richtig einsetzt. Ja? Aber wenn ich so eine Schüssele an einen 25.000 Liter Teich gepumpt hindübel, wo allein schon der Trommelfilter so groß ist, da bleibt hinten, bleiben noch 2 Handvoll Helix übrig, was ich dann zur biologischen Wasseraufbereitung so. Aber wir haben es heute übers grüne Wasser, dass der Filter zu klein ist, das weiß der gemeine Blog-Zuschauer. Wir schauen uns nur die UV-Bestrahlung an. Und ich sage Ihnen wirklich seit vielen, 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 vielen Jahren, dass es kompletter Bullshit ist. Ich kann Ihnen nicht immer sagen, für den Arsch muss er ein bisschen so flexibel sein. Es ist kompletter Bullshit, diese ganze Tauch-UVC-Lampe. Und ich erkläre es Ihnen heute mal anhand dieses Rohrs. Ich erkläre es Ihnen in nächster Zeit noch ein paar Mal. Ja? So. Warum sind Tauch-UVC-Lampen scheiße? Wenn das meine UV-Lampe ist, ja, so, muss mir anlehnen. Wenn das meine UV-Lampe ist, die leuchtet, so, dann hat die eine Strahlungsintensität, eine Strahlungsstärke. Das heißt, ich schalte die ein. Und nein, wenn Ihre Lampe 55 Watt hat, hat die nicht 55 Watt UV-Leistung, sondern hat nur, je nach, ob Sie Amalgam, Quecksilber oder Softglas haben, zwischen 25 und 34% UV-Anteil. Ja? Aber jetzt muss man das ja irgendwo standardisieren. Ja? Und dann kann man das messen und das Messgerät zeigt Ihnen dann, Sie haben hier eine Intensität, eine Strahlungsstärke von so und so viel Mikrowatt pro Quadratzentimeter. Also wenn ich jetzt einen Sensor habe mit einem Quadratzentimeter, dann misst das Gerät auf dem Quadratzentimeter sind so und so viel Mikrowatt. Wenn ich ganz nah an die Lampe hingehe, ist es natürlich stärker, wie wenn ich weiter weggehe, weil die Strahlung lässt ja nach. Müssen Sie sich vorstellen, wie wenn Sie eine Glühbirne anschalten im Wohnzimmer, je näher Sie hingehen, desto heller wird Ihr Gesicht und je weiter Sie weggehen, desto dunkler wird Ihr Gesicht. So. Und jetzt haben wir es mit ganz vielen Keimen zu tun. Namentlich, wir haben es mit Viren, mit Bakterien, mit der Algenblüte zu tun. Das ist jetzt kein pathogener Keim. Und wir haben es mit Parasiten zu tun. Beschränken wir uns mal auf die 4. Ja? Am einfachsten zu töten sind die Viren. Dann kommen die Bakterien, dann kommen die Algenblüte und dann kommen in der Regel die, der spült schon wieder. Und in der Regel kommen dann die ganzen Parasiten. So. Und jetzt hat man natürlich untersucht, welches Virus, welches Bakterium und die Algenblüte, welche Bestrahlungsintensität brauchen die, um abgetötet zu werden? Und ich habe ja vorher gesagt, wenn wir mit einem Quadratzentimeter messen, dann kriegen wir eine Mikrowatt pro Quadratzentimeter Angabe. In der Regel bei den normalen UV-Lampen, Amalgam, Quecksilber, kommt man da zwischen 10.000 und 30.000, wenn ich direkt an der Lampe messe. So, die Bestrahlungsintensität, was jeder einzelne Keim braucht,
berechnet sich dann Mikrowatt pro Quadratzentimeter Sekunde. Ja? Mit anderen Worten, wenn jetzt die Algenblüte abgetötet werden soll, die bei 30.000 ungefähr liegt, und ich eine Lampe habe, die relativ stark ist, nicht die 30.000 Mikrowatt pro Quadratzentimeter vorweisen kann, dann muss die Algenblüte genau eine Sekunde bestrahlt werden, weil sie innerhalb einer Sekunde die Strahlendosis abbekommt, die sie braucht, um abzusterben. Habe ich eine schwächere Lampe, wo vielleicht nur 15.000 Mikrowatt pro Quadratzentimeter Strahlungsintensität hat, Bestrahlungsstärke hat, dann muss die Algenblüte 2 Sekunden abgetötet werden. Ja? Genauso ist es mit Bakterien, mit allem drum und dran. Und jetzt müssen Sie noch überlegen, wenn Sie jetzt eine Lampe haben, wo direkt an der Lampe die 30.000 Mikrowatt pro Quadratzentimeter sind und ich im Wasser bin und jetzt einen Reaktor habe, der vielleicht so groß ist, dann ist in 15 cm Entfernung, ja, ist die Bestrahlungsstärke natürlich deutlich geringer. Sprich, kommt ein Keim in meinen Reaktor von meiner UV-Lampe rein und der ist ganz nah am Ding, dann ist der vielleicht schon hier tot. Der, wo hier außen unterwegs ist, ist erst da oben tot. Jetzt kann Ihnen aber niemand sagen, was für ein Reaktor Sie brauchen, bla bla blub. Natürlich kann er das sagen. Ja? Aber am Ende ist es die mittlere Strahlendosis, die wir da drin haben. Und es ist auch Chaos-Prinzip. Weil unsere Strömungslinien in den Reaktoren laufen ja nicht parallel, sondern die laufen ja kreuz und quer. Also sprich, der eine Keim kommt rein, kriegt 0,003 Sekunden, kriegt er hier vorne die volle Dosis, wandert dann nach außen. Das ist wie ein Autorennen. Ja. Von der Pole Position zu Starter heißt nicht, das Rennen zu gewinnen. Oh, nee. Da ist ja schon manche rausgeflogen. Absolut, ja. So, ich sag's gerade, weil er auch Rennfahrer war, ist irgendwie. So, ja. Und darum hat man irgendwann mal rausgefunden, für alles, was ich Ihnen gerade gesagt habe, dass wir UV-Lampen bauen. Also das ist die Lampe und dann habe ich einen Reaktor da außenrum. Bei Oase ist es die Bitron Premium aus Edelstahl, bei Genesis ist es die Blue Light PE. Gleich geile Lampen und die haben einen Reaktor. Ja, immer, also wenn Sie ihn stehend eingebaut haben, immer von unten Wasser rein, dann hoch, sonst kriegen Sie einen Wasserfalleffekt. Sprich, wenn es oben reinkommt, kann das Wasser runterfallen und dann kriegen Sie hier einen Luftkessel. Und das ist dann auch schlecht. So, jetzt geht unten das Wasser rein in den Reaktor und dann schickt man das Wasser durch. Oben geht es wieder raus in den Teich. Und wenn die Wassermenge, die da durchgeht, passt, ja, die Lampe neu ist, dann kann man davon ausgehen, wenn das richtig berechnet ist, dass von dem, was unten reingeht, zu dem, was oben rausgeht, 99,99% aller Keime abgetötet sind. Bis nicht die Parasiten, aber die Algenblüte und im Prinzip alles, was darunter ist. So, und jetzt würde Ihnen gleich mal ein Licht aufgehen. Und ich werde die Blocks hier vorziehen. Eigentlich würden die erst im Januar laufen, aber das ist mir jetzt wirklich mal verdammt wichtig. Jetzt habe ich einen Reaktor. Und in dem Reaktor sage ich, lasse ich das Wasser mal 5 Sekunden verweilen. Also, dass das Wasser 5 Sekunden braucht, um da durchzugehen. Ja, und in den 5 Sekunden wird dann brutal viel abgetötet. Wieder in Relation zu meiner Lampenstärke. Ja, der Keim kommt unten raus, rein und geht mal 5 Sekunden da durch. Und wenn es nur 2 Sekunden sind, und wenn es nur 3 Sekunden sind. Und jetzt sage ich Ihnen mal eins. Warum Tauch-UVC-Lampe in der Regel nicht mal das Prädikat Schrott oder Abfall verdienen. Jetzt ist das meine Tauch-UVC-Lampe. Jetzt kommt hier mein Wasser nach oben. Oder das ist meine Tauch-UVC-Lampe und das Wasser kommt so. Und jetzt sagen Sie mir, welchen Nutzer hat es? Nur in seltensten Fällen und nur in Filteranlagen, wo brutal starke UV-Lampe drin sind und wo brutal wenig Wasser durchfließt. Ja, das ist ja keine geordnete Anstrebung. Wie oft kennen wir das, wenn wir es im Blog gezeigt haben, die Lampe liegt da irgendwie so drin und dann kommt das Wasser und weg ist es. Ja? Das funktioniert nicht. Zumal man auch noch blind werden kann. Und jetzt sage ich Ihnen noch eins. Viele von denen trüben Teiche. Darum habe ich das eingangs mit der Algenblüte gesagt. Die leiden nicht an der Algenblüte, sondern an irgendeiner anderen Trübung. Wissen Sie, dass es bakterielle Trübungen geben kann? Irgendwelche sich frei im Wasser befindlichen Bakterien, die dann sich auch vermehren, Zellteilung machen, für die das Milieu passt? Ich habe gerade eben an all meinen 40 Becken alle UV-Lampen ausgeschaltet. Und die Algenblüte im klassischen Sinne, so ein grünes Wasser kriege ich nicht, weil da die Lichtsituation in meiner Halle fehlt. Ja, aber
ich habe es in der Vergangenheit immer dann gemerkt, wenn eine UV-Lampe längere Zeit an dem Becken ausgefallen ist, dass das Becken irgendwann mal richtig trüb wird. Das ist eine bakterielle Trübung. Ich schalte die UV-Lampe an, am nächsten Tag ist es wieder klar. Ja? So, und jetzt gibt es immer wieder Teiche, die sind rotzetrüb. Ja, die Leute zweifeln am Futter, die zweifeln am Filter, die machen überall rum. Und die Lösung wäre es gewesen, eine scheiß UV-Lampe in einen Behälter reinzumachen. Und dann ist plötzlich das Becken klar. Ja? Sie verschwenden Energie, sie verschwenden Dings, sie verschwenden eigentlich alles, wenn sie mit Tauch-UVC-Lampen arbeiten. Alles bitte in den Reaktor rein. Und glauben Sie mir, wir können heute mit der neuen Pumpentechnologie von Genesis und von Oase, können wir so viel Geld, was Pumpen angeht, sparen. So unendlich viel. Nehmen Sie aber ein bisschen von dem, was wir sparen, und packen Sie das zumindest im Sommer auf die UV-Technik oben drauf. Zumindest, wenn Sie richtig schönes, klares Wasser haben wollen. Wie eingangs gesagt, den Kois, das Wasser, scheißegal. Die interessiert weder die Trübung noch die bakterielle Trübung. Das sind keine pathogenen Bakterien, die Ihre Fische töten. Die interessiert es nicht. Aber wenn Sie ein bisschen was fürs Auge haben wollen, ja, dann machen Sie wirklich, so wie ich es oft sage, die 5, vielleicht in manchen dicht besetzten Teichen 6, 7 Watt pro Kubikmeter im Sommer. Machen die richtig in den Reaktor rein und schicken sie circa ein Drittel des Teichwassers pro Stunde über den Reaktor. Und dann ist alles gut. Und dann wissen sie, dass das Wasser schön entkeimt sind. Dann können sie auch mal baden gehen, ohne den nächsten Tag gleich Durchfall zu haben. Das habe ich jetzt nicht gesagt, das war auch Spaß. Dann findet eine Entkeimung statt. Und dann kriegen sie für das, was sie beim Energieversorger beziehen, teuren Strom, bekommen sie auch wirklich das, was sie wollen, einen klaren Teich und ein fischgesundes Wasser. Also von daher verstehen Sie endlich, dass die Tauch-UVC-Lampen, wenn überhaupt, nur in Einzelfällen funktionieren, wo es wirklich so langsam dann das Wasser angeflossen kommt und so vorbeigeht. Aber wir lieben den langen Weg am Strahler vorbei, wo der Keim am Anfang hier und am Schluss hier, aber am Schluss tot ist. So, du hast jetzt nur halbe Pumpenleistung hier momentan, oder hast du... Ich habe die zweite Pumpe mal eingeschaltet, aber nicht hochgefahren. Ah, weil der spült wirklich verdammt oft. Jetzt wollen wir sehen. Zeig uns mal, Thomas, wo deine UV-Lampe ist. Das interessiert mich jetzt wirklich. Das ist halt jetzt gleich unter ist ja der Eingang, ja, von den Pumpen. Und hier sitzt. Und das ist jetzt noch the worst case, weil hier der Trommelfilter, wo ist der Eingang von der... Pumpe Rohrleitung. So, da unten kommt das Wasser rein. Übrigens, deine Zuleitungsrohre sind auch etwas dünn. Hier unten kommt das Wasser rein, geht dann hier im Behälter innen hoch. Genau. Und die Lampe geht bis ganz nach oben. Das kann und wird so nie funktionieren. Davon abgesehen, dass sie, glaube ich, gerade aus ist, oder? Ja, das kann sein, ja. Da kann man das resetten hier. Schalte die manchmal ab. Das zum Überprüfen. Und dann, die schaltet sich ein und aus, wie sie will. Wie sie will, quasi. Ist natürlich. Aber wie, so. Das ist geil. Ich sag mal, ist mir halt so empfohlen worden zu der Filteranlage. Also wenn Filter so oft spült, bei dem bisschen Wasser, was da durchläuft. Ja. Ist alles nur bis jetzt. Aber ich muss sagen, trotzdem, dass wir hier draußen 500 Grad haben, bleiben die Schläuche schön kühl. Also, zumindest nicht heiß, weil das haben wir auch immer mal wieder gehabt. Also die sind richtig dimensioniert. Und hier hast du, das ist auch ein Zeichen, dass dein Filter am oberen Anschlag ist. Das Material ist zu braun, riecht aber nach Waldboden. Also das ist zu braun. Das ist ein Filter, seid ihr ehrlich. Für meine Anlage in der Quarantäne, für die kleinste Becke, die haben okay. 800 Liter. Bei mir in der Quarantäne, jetzt in einem normalen Teich. Er ist mir so empfohlen worden, auf 35.000 Liter, ja, da könntest du noch mehr Wasser durchlaufen lassen oder größere Becken mit Filtern. Genau. Habe mich darauf verlassen. Also rein das, was nicht der... Nicht so optimal. Das, was der Filter kann, sind circa... 20. Nein, aber... 15. Die Wassermenge ist mal nicht das Entscheidende. Ja? Wie viel willst du füttern? Und okay, wenn du irgendwann mal 300-500 Gramm am Tag füttern willst, was eigentlich Spaß macht, und du fütterst ja, ja gerade quasi nichts mit der einen Tasse wenig, da am ja Tag, viel zu wenig. Also der Filter ist gut für 100 bis 200 Gramm Futter und dann ist das aber auch schon wieder. Dann ist aber wirklich gut. Aber solche Filter hatten wir schon oft.
Mir ist das Prinzip UV-Lampe, das hier auch völlig daneben ist. Und der spült sich hier wirklich der Wolf. Was natürlich eine Rolle spielt, und das sieht man hier, das Spülwasser. Das Spülwasser ist grün und du veränderst natürlich mit der Algenblüte, veränderst du natürlich die Dichte des Wassers. Dichte ist jetzt falsch, doch du veränderst sie. Also der spült jetzt häufiger durch die Algenblüte, wie wenn das Wasser ganz klar ist. Okay, ja? Ja, klar. Der kann zwar, die Algenblüte hat einen Kopfdurchmesser von ca. 5 Mikrometer und der Filter hat, ich schätze mal, 40 bis 60 Mikrometer. Weißt du, wie der bespannt ist? Nee. Der hat 40 bis 60 Mikrometer oder vielleicht 100, dann würde man sagen, der kann die Algenblüte nicht zurückhalten. Doch kann er, weil das verklebt ja alles, da kommt Kot, da kommt alles. Und irgendwann, kurz bevor er spült, filtert er auch wieder feiner, so dass die Algenblüte zum Teil rausgeht. So, wir trinken jetzt mal einen Kaffee, machen uns mal Gedanken, wie man da weiterkommt. Aber das mit der UV-Technik, du hast ja eine Zusatzlampe noch. Mit zwei UV-Lampen drin. Ja. Die könnten wir auf jeden Fall zwischenbauen. Ja, genau. Das würde ich auch auf jeden Fall mal vorschlagen. Und dann schön, wie vorher gesagt, entweder liegend oder wenn sie stehend ist, muss unten das Wasser rein, oben raus. Aber das wäre jetzt mal, um die Algenblüte zu töten, wäre es der erste Step. Aber dann sollten wir uns, weil du scheinst ein bisschen angefixt zu sein mit Koi, sollten wir uns Gedanken machen, was für ein Filter du dir hindübeln kannst, okay, super, dass du langfristig Spaß hast. Also, toll. Thomas, vielen Dank. Danke, mach's gut. Und bis zum nächsten Mal. Ebenso, bis dann, danke, ciao. Tschüss.